Kom hier, gedruppies. Hier, gedruppies. Waar ben je? Waar ben je? Du bist doch Slotte, Lotte. Nee, ich bin Helvetia. Moment mal, Moment mal, schnell. Gib das mal an. Du gibst das jetzt an! Ich habe nämlich eine Forschung betrieben und herausgefunden, dass ich verwandt bin mit der Helvetia. Also schon weit verwandt, aber in der direkten Linie. Eigentlich die nächste Nachkommen. Im Grunde genommen könnte man sagen, Ibis. Wenn man es weiss, sieht man es gerade. Und ich meine, ich habe ja auch mit Helvetia das Kreuz zu tragen. Und wo ist das Kreuz bisschen gut? Was? Nein, sorry, den kannst du jetzt nicht bringen. Du kannst nicht anstehen vor so vielen Leuten in diesem Outfit erzählen, sagst Helvetia mit einem Schild in den Händen und ein Schweizer Kreuz vorne drauf. Bisschen gut, Lotti. Nein, komm, sorry, aber den kannst du nicht bringen. Komm, die haben alle Eintrittshalt. Das ist doch einfach peinlich, so etwas. Helvetia und ein Schweizer Kreuz vorne drauf. Selbst der Schweiz geht doch immer wieder mal etwas in die Hose. Aber sie verbindet. Und Helvetia, also die Helle, die steht ja für eine ganze Nation und das sieht man ihr noch an. Das ist wie bei mir. Heben mal. Das bleibt nicht ohne Folgen. So lang. Standhaft sein. Das sind die Feste, hä? Man sagt ja immer, die Amerikaner seien uns 10 Jahre voraus. Aber in diesem Fall ist doch unsere Helvetia eine richtige Trendsetterin. Die Freiheitsstute. Das ist doch nur eine aufblasene Kopie davon. Der einzige Unterschied ist nämlich, unsere Helvetia hat ein Schild und die Lady Liberty ein Feuerzeug. Nein, eben mal. Oh Gott. Jesus, nein, vielen herzlichen Dank, Lotte. Sorry, Barbara. Ich wollte sagen, die Freiheitsstatute hat eine Fackel. Obwohl, man muss schon zugeben, die Freiheitsstatute ist ja mit ihrem Body-Mass-Index ein richtiges Vorbild. Ja, ja. Die ist mit ihren 225 Tonnen für den Durchschnittsamerikaner das Idol. Und apropos Idol, wir Schweizer sind ja nicht nur das Vorbild für die Freiheitsstute, gell? Auch für die Musik. Der American Jodeling würde es nämlich gar nicht geben. Ohne unseren Berner Jutz. Und der American Wrestling, das kommt von unserem Schwingen. Aber wir sind dann noch ein bisschen wilder. Hollywood, Mr. Bonaparte, Hollywood, 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 Hollywood,
Au! Oder?